Einen wunderschönen guten Tag, ich bin's wieder, euer Showtime. Wir sind zurück bei Evoland und ehe ich viel quatsche, stürzen wir uns in den Dungeon. Okay, was gibt es hier Schönes für uns? Oh, ja, sehr gut. Ich hatte total vergessen, dass wir schon wieder, dass wir auf dem Bogen sind. Sehr gut. Ich könnte ja auch auf das Schwert wechseln, aber... Man soll ja die Tools nutzen, die man hat. Können wir das hier schieben? Das sieht so aus, ne? Nee, okay. Oder mit einer Bombe? Was passiert denn dann? Ich glaube, da ist nichts passiert, oder? Hm. Gibt's hier einen Trick? Wow. Da sind doch Schalter hinter. Ach, jetzt geht's doch. Oh. Also doch, okay, schieben, weil ich hab's gesehen, dass da so ein Ring dran ist. Und da dachte ich schon so, ja, könnte ja sein, aber weil er nicht gleich reagiert hat, naja, egal. So, Stacheln. Ja, super. Wow. Ach nee. Wobei, die könnten wir diesmal... Aua, oh Gott, das kann ja was werden hier. Ja, ich glaube, ich werde gleich mal drauf gehen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und, was kriegen wir? Erstes Amulett, erste Amuletthälfte, sehr gut. Ja, sehr schön. Sehr gut. Das haben wir... Ja, sehr gut, haben wir auch. Und wenn wir die aufgeräumt haben hier, dann können wir mal schauen, ob wir... Wow. Ob wir eventuell den Zauberer mit Pfeil und Bogen kriegen. Ui, knapp. Wow. Okay. Hilfe, Hilfe! Ja. Ein Herzchen, zum Glück. Ich glaube, wir sollten ihn dann vielleicht doch auch mit Schwert machen. Versuchen zumindest. Ja, komm, komm. Spawn mal an der vernünftigen Stelle. Irgendwo, wo wir dich auch erreichen können, du Blödmann. Entschuldigung? Ja! Er ist noch nicht down. Mist. So richtig viel Leben haben wir ja auch nicht mehr. Das schaffen wir nicht. Mist. Das hätte man schaffen können. Ja! Sehr schön! War ja nur eine bisschen schwere Geburt. Mich wundert es ein bisschen, dass sie sieht doch echt verdammt nach Geheimgängen. Ah, halt! Und, jawohl, Ausgrabung! Sehr schön, also jetzt können wir mit den Bomben, können wir auch solche Geheimgänge benutzen. Sehr gut, aber es ist bestimmt nur ein Stern, ja, okay. Weil es darf ja, glaube ich, nichts Essentielles sein, weil sie können ja nicht davon ausgehen, dass man so clever wie wir das sind, ist. Und, natürlich nicht, es war schon irgendwie klar, oder? Aber sie können ja nicht davon ausgehen, dass man sieht. Und wenn man da dann was Essentielles übersieht, das wäre ja... Oh Gott. Okay, die Gegner sind natürlich gerespawnt. Jawohl, ein Herzchen. Na, treffen wir gut. Noch ein Herzchen? Nein. Wir brauchen mal ein bisschen Leben hier. Wobei, wir haben ja auch Tränke, ne? Wir könnten eigentlich auch mal einen Trank benutzen. Wobei, wir haben noch eine Heilerin. Ey, was soll denn das? So, okay. Sehr schön. Huch, komm mal raus hier. Jetzt kann man doch bestimmt hier... Ja, aber gerade sagen, was anderes anmachen. Komm hoch. Na, na. Sehr schön. Ein Herz, ein Herz. Ja, noch ein Herz. So. Hier oben geht's also auch noch lang.
Ja. Mist. Wow, diese blöden Viecher, ey. Ich mag Fledermäuse nicht. Ich gehe wieder zurück. So, schnell weg. Den hier hole ich mir noch. Ah, ich hatte gehofft, es gibt einen. Sagt's mir. Was bringt es uns, wenn wir da unten. Ach, wir kommen da durch. Verstehe. Sonst würden wir da nämlich den anderen Weg nicht durchkommen. Okay. Ich nehme mal wieder auf das Schwert. So, schauen wir mal, was hier auf uns wartet. Oh. Seht euch um. So viele tote Bäume. Das Böse hat sogar schon die heiligen Hainen befallen. Wir müssen nach Agoya eilen und mit meinem Onkel sprechen. Wir müssen die zweite Hälfte des Amuletts finden, bevor es zu spät ist. Jetzt hier runter, oder was? Nein. Jetzt sind wir wieder ganz am Anfang, oder was? Das war doch aber jetzt noch nicht alles, oder? Das kann doch nicht alles gewesen sein. Ich hoffe, der Fortschritt, den wir hatten. Was? So, klack. Dann kommen wir nämlich da oben noch. Da habe ich nämlich noch gerade was gesehen. Ne, da sind wir doch vorhin lang gegangen, oder? Genau. Das war der Weg, den wir vorhin gehen mussten. Oder? Ja, aber. Haben wir jetzt alles? Ich habe irgendwie so das dumme Gefühl, dass wir doch was übersehen haben, oder? Na gut. Gehen wir halt. Oh. Ah, wie doof. Okay, ich mache das Ding wieder aus, dass wir da auch wieder zurückkommen. Dann gehen wir also zurück nach Hause quasi und sprechen mal mit dem Onkel. Und dann mal schauen, wo er uns noch hinschickt. Hier noch fangen? Nee. Okay. Ja gut, der obligatorische Kampf. Aua. Aua. Angreifen. Ja. Putz. Daneben. Na geil. Sie bräuchte irgendwie noch so einen richtig dicken. Kann sie auch was? Kann sie so machen? Ach so. Ja gut, das war natürlich ganz toll. So einen dicken AOE-Angriff. Das wäre noch nice. Schon wieder daneben. Was ist denn hier los mit uns? Magie. Und ja, weg mit dir. Na. Nur ein bisschen Genauigkeitsskillen hier. Dankeschön. So, du darfst uns mal kurz heilen. Tja, hier wirklich keine Genauigkeit. Einfach immer die ganze Zeit daneben gehauen. Gibt's ja nicht. Und irgendwie ein besseres Schwert wäre im Übrigen auch nicht zu verachten. Ja, sehr gut. So, jetzt weg mit dir. Mann, Mann, Mann. Stimmt, wir können ja sogar leveln, ne? Gespannt. So. Erstmal schön speichern. Zack, gespeichert. So. Was jetzt Olle Onkel sagt, wo er uns hinschickt. Oder ob der das Amulett hat, die zweite Hälfte? Glaube ich nicht. Wahrscheinlich jetzt irgendwas im Norden, oder? Mal schauen, was da sagt, Onkelchen. Gut, dass ihr eine Hälfte des Amuletts gefunden habt. Jetzt brecht nun zu den Ruinen von Sarund, wie auch immer, auf, um die andere zu suchen. Die Ruinen befinden sich im Nordosten von Bla. Okay, im Nordosten. Das heißt, wir können auf jeden Fall erstmal nach Norden hochgehen, uns hochheilen lassen. Weil wir dann direkt an der Krankenschwester vorbeigehen, denke ich. Und dann gehen wir mal da aus dem. Oder ist das der Weg zur finsteren Zitadelle? Ja, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Noch eine Runde Karten? Nö, gerade nicht. So. Genau, die völlig überteuerte Händlerin. Eigentlich brauchen wir nichts, ne? Wir könnten noch Tränke und so einen Kram kaufen. So. Die Ruinen von Bla im Nordosten bergen zahlreiche Schätze und ebenso viele Gefahren. Okay. Ihr scheint nett zu sein, also gebe ich euch Rabatt auf sämtliche Knochenflickereien, wenn ihr dorthin aufbrecht. Bitte? Jo. Haben wir zwar gerade eben erst, aber. So. Na dann, vielen Dank, Schwester. Nordosten also. Genau, wir mussten hier also raus. Oh. Ja, das sind dann also zahlreiche Gefahren. Oha. Aua. Okay. Sind das nicht so eine Pflanzen, die es auch bei Mario gab?
Nein, 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 nein. Ach Mist, kann man das nochmal rückgängig machen? Ja, kann man. So. Na komm, dann ist die eine weg. Wenn wir den treffen, sehr gut. Als nächstes wird sie wahrscheinlich eh heilen müssen, ne? Ja, wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Ja. Der ist noch nicht down. Das kassieren wir erstmal wieder schön. Mann, ich drücke immer das Falsche. So, Magie wollen wir. Was sollen wir mit einem normalen Angriff machen? Ja, der ist down. Sehr gut. Dann darf sie jetzt gleich nochmal heilen, damit... damit wir wieder ein bisschen hochkommen. Aua, aua. Ja, sag mal, wie oft denn noch? Crazy. Ja, Magie und heilen bitte. Ja, die Kämpfe sind schon ein bisschen heftiger. Aua. Ich glaube, ich nehme sogar mal einen Trank, oder? Wir sind über die Hälfte runter. Ja. Ja, genau. Und angreifen. Nein, nicht angreifen. Es ist schwer. Es tut mir leid. So. Und. Ja, sehr gut. Hat der Trank sich doch... Oh, haben wir ordentlich Kohle abgeräumt. Hat der Trank sich doch gelohnt. Oh. Was hier rumrennt, ey. Wir machen einen... Aua. Oh, okay. Er macht zwar AOE, aber nicht so dick. Das ist gut. Aber wir machen ihm halt irgendwie auch gefühlt gar keinen Schaden. Oh. Hätten wir ihn doch nochmal zum Hochheilen benutzen sollen. Ich weiß, wir müssen in den Nordosten. Okay, ging gerade nicht. Da. Da gehen wir mal hin. Oh. Ja. Seht ihr die Rohre überall? Auch schön. So. Ja, komm, hauen wir erstmal dich weg. Dann darf Madame nämlich einmal kurz heilen. Dann sind wir wieder voll, das ist sehr gut. Ja, und tschüss. Ja, wobei, reicht's schon? Nee, noch nicht, okay. Aber jetzt wahrscheinlich. Sehr schön, sehr schön. Ach ja. Oh, Stufe 8 erreicht. Ihr Wert für Verteidigung wurde erhöht. Sehr gut. Oh, da ist eine Höhle. Ah, und vor der Höhle nochmal. Dicken Kampf. Na gut, na gut. Aua. Ja. Die müssen wir versuchen, irgendwie schnell wegzukriegen. Naja. Magie. Weg mit dir, komm. Ja, sehr schön. Ich glaube, sie heilt jetzt gleich schon mal. Wäre wahrscheinlich das Sinnvollste. Aua, aua, aua. So, heilen. Ja. Da ist halt praktisch, ne? Also dann kann man wenigstens sie jetzt irgendwie noch die ganze Zeit heilen lassen. Und dann kommen wir da wahrscheinlich mit einer positiven Bilanz wieder raus. Jetzt müssen wir bloß mal ein bisschen Genauigkeit zeigen. Ja, sehr gut. Dann darf sie jetzt nochmal heilen. Dann kommen... Oh, machen wir den jetzt schon down? Nee. Ja, komm, 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 komm. So. Ups. Ja, sehr gut. Ja, war okay. Und leveln wir jetzt auch? Nein, wir leveln natürlich nicht. Die Ruinen von... Oh, wir sind richtig. Ich dachte jetzt, das ist so... Das ist vielleicht so was neu... Charakterauswahl. Schade, dass es keinen Münzeinwurf für 2P-Spiele. Ah. Okay, wir spielen mal kurz mit ihr. Uah. Aua, aua. Ih, wie eklig. Wie kann man den Charakter wechseln? Was ist denn das? Ja, sag mal, habt ihr irgendwie die Nerven zu kurz? Okay. Das kann ich jetzt hier nicht machen. Ich muss ich den Charakter wechseln? Wie kann ich denn... Wow.
Sag mal, habt ihr irgendwie... Oh, ups, mein Timer hat gerade furchtbar vibriert. Was ist das denn hier? Ach, das sind dann Herzen oder was? Und das hier kann man kaputt machen? Was gibt's hier? Ketten... Oh, Kettenkombo-Treffer. Ah, nice. Feuerring, okay. Feuerresistenz, aha. Jetzt droppen wir hier also auch vernünftig. Ah, ich kann auch hier laufen. Huch. Das geht auch. Na gut. Aber ich bleib erstmal so. Ich habe gerade festgestellt, ich kann auch auf A, S, D und so laufen. Huch. Cool. Okay, machen wir. Oh, krass. Ja, so geht das doch. Okay, wir haben eine Halskette eingesammelt. Mann, Mann, Mann. Lebensbalken? Ihr seht nicht mehr auf Viertelherzen beschränkt. Ach, da unten? Ah. Okay, nice. Hat ja was von einem Action-RPG. Umgebungslicht. Das Umgebungslicht hängt davon ab, wie ihr euch auch, wo ihr euch aufhaltet. Ich weiß aber gar nicht, ob wir jetzt wirklich schon alles erkundet haben. Halt, wir haben noch, genau, eine Kette gekriegt. Ausweichchance, cool. Also ganz ehrlich, Leute. Wow. Nice. Mit sowas hätte ich ja schon gar nicht mehr gerechnet. Mit sowas hätte ich ja echt schon gar nicht mehr gerechnet, dass es doch noch... Wow. Dass es noch in diese Richtung geht. Machen wir hier noch ein Hack and Slay draus. Ja, nice. Okay. So. Oh, da oben geht's gleich weiter. Cool, dass wir halt auch Skill haben, ne? Schön Gold mitnehmen, das ist wichtig in so einem Games. Okay, nee, das bringt also nichts. Ein bisschen mehr HP wäre noch nett. Okay, wir sind jetzt hier einmal nach unten gestiefelt. Was haben wir denn jetzt noch gekriegt? Meuchelschaden, ich sag's doch, das geht in Richtung Action-RPG. Wie nice ist das denn bitte? Aber liebe Freunde... Das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal weiter dabei, wenn wir uns hier durchschnetzeln. Und ja, von daher, bis dahin, euer Showtime. Ciao.